Moin Moin und herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, ich stehe mal wieder, wie bei so vielen Videos, direkt am Bahnhof Aumont. Bin diesmal aber nicht alleine, sondern da unten bindet sich gerade jemand die Schuhe zu. Moin. Steven ist dabei und da sind unsere Rucksäcke. Wir müssen jetzt erstmal hier auf den Zug warten, noch ungefähr 8 Minuten. Und dann haben wir ein paar Stunden Zugfahrt vor uns Richtung Süddeutschland. In den Schwarzwald. So, und jetzt nochmal hallo. Einige Stunden später sind wir in Pforzheim angekommen. Ich stehe jetzt hier direkt vor der Goldenen Pforte. Der Anfang des Westweges. Wir müssen jetzt hier vorne da die Treppe hochlaufen und haben jetzt 20 Kilometer, hatten wir glaube ich geguckt, oder wie viele Kilometer, schauen wir eben nach, 40 Kilometer so gut wie nur Anstieg. Ja, somit startet das Video hier. Für zwischendurch natürlich auch noch mal kurz filmen. Steven ist mit dabei, der sitzt gerade da hinten. Da. So, hier kann man es nochmal sehen. Hier oben sind wir jetzt gerade. Und wir werden dann hier runterlaufen. Hier unten beim Titisee werden wir uns dann entscheiden, ob wir die Westvariante, die ich eigentlich geplant habe, oder die andere Variante hier nehmen. Das gucken wir dann. Erstmal müssen wir so weit kommen. Ich habe vor, 2 Tage immer zu filmen. Also ein Video. In einem Video habt ihr immer 2 Tage. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele Tage es überhaupt werden. Na, jetzt hat es auf jeden Fall mal Start. Immer den Schildern folgen. Da hoch. Los geht's. So, ungefähr 4,5 Kilometer haben wir jetzt hinter uns. Sind jetzt gerade auf dem, wie hieß das, Wasserleitungsweg oder so. Der geht ziemlich waagerecht. Also kaum Anstiege. Irgendwie von, wir sind jetzt irgendwie auf 330 Meter, dann geht er runter auf 280 und dann wieder auf 300. Ganz recht langes Stück. Aber das Stück davor, das ging wirklich nur hoch, runter, hoch. Aber richtig ordentlich Anstiege. Dann haben wir es noch geschafft, uns auf den ersten 15 Metern direkt zu verlaufen. Und sind irgendwie, weil das eine Schild so ein bisschen komisch hing. Erstmal haben wir den Weg direkt wieder verlassen. Aber das haben wir direkt gemerkt und konnten dann an der nächsten Gabelung rechts gehen und haben einen minimalen Umweg gemacht. Ja, 27,25 Grad haben wir, das ist ganz angenehm. Luftfeuchtigkeit von 35. Ja, wir haben hier viel Schatten gerade und auch einen ganz guten Weg zu laufen. Das geht schon ganz gut. 15 Kilometer haben wir uns hier heute vorgenommen, da wir ja auch erst jetzt mittags bzw. nachmittags und frühen Nachmittag gestartet haben und somit ja nur einen halben Tag haben. So, in etwa 15 Kilometern hatte ich uns eine Schutzhütte rausgesucht. Die werden wir dann anlaufen unter der Hoffnung, dass wir da übernachten können, weil die war jetzt im Internet nicht so vernünftig beschrieben, aber laut den Fotos sieht es so aus, dass man sich auch das Zelt irgendwie dahinter stellen kann. Das werden wir dann aber sehen. Erstmal heißt es jetzt weiterlaufen. Ja, hier muss man durchs Wasser, beziehungsweise kann man über diese Steine rübergehen. Ja. Kleiner Bach hier. Und ja, hier nehmen wir die Stelle mal, um Wasser aufzufüllen. Ich habe, wir haben überlegt, ob wir jetzt einiges an Wasser kaufen. Aber da wir auf den Karten schon gesehen haben, dass immer mal irgendwelche Bäche sind, hier hinter übrigens ist auch noch ein ganz großer Bach, habe ich den Wasserfilter mitgenommen, weil den kann ich ja auch gleichzeitig als Behälter nutzen. Und jetzt haben wir noch ein paar einzelne Wasserflaschen mit, also 3 Liter in Wasserflaschen und dann noch eine 1,5 Liter Flasche, wo noch ein bisschen was drin ist. Aber das fülle ich jetzt mal eben komplett alles auf, filter das einmal durch hier und dann laufen wir weiter. Wir sind jetzt irgendwo bei 9 Kilometern, das heißt 6 Kilometer haben wir noch.
Ja, so. Jetzt haben wir alle Flaschen aufgefüllt und den Wasserfilter habe ich auch noch komplett mit Wasser befüllt, gefüllt gelassen. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt so 5,5 bis 6 Liter irgendwie dabei. Das reicht erstmal für heute und morgen, weil morgen ist Sonntag. Da weiß ich nicht, ob wir irgendwas einkaufen können. Und ja, wir wollen ja nachher auch noch kochen, da brauchen wir auch noch was. Und ich denke, auf dem Weg zur Hütte wird auch noch ein bisschen Wasser drauf gehen. Naja, 9 Kilometer. Das heißt, 6 Kilometer haben wir noch vor uns. Und das geht schon wieder los bergauf. Wobei, hier geht es auch wieder ein bisschen bergab. Müssen wir da nicht ganz hoch. So, man sieht hier am Baum. Da oben sind die Schilder dran. Ja. Und so sieht der Rest hier aus. Das ist so eine Schlucht hier. Unten fließt ein Bach halt dran. Naja, und Elektrozaun, nicht zu weit nach rechts laufen hier, gut. Da vorne kommt irgendwo noch eine kleine Hütte, da werden wir nochmal eine Pause machen, ich denke, da filme ich dann gleich nochmal wieder. Ja, wir sind jetzt hier oben bei dem Schloss. Genau. Und ich habe schon gehört von anderen, dass der Westweg, die erste Etappe schon es ganz schön in sich haben soll. Das kann ich auch bestätigen bis jetzt. Jetzt sind wir vorhin so gesehen, da unten, wo die Häuser sind, noch ein Stück tiefer. Also da unten, wo die Häuser sind, wo ich gerade hingezeigt habe, noch ein Stück tiefer. So gesehen sind wir hier oben hochgelaufen, müssen jetzt wieder da ganz runter und dann da hinten auf die andere Seite. Da wieder ganz hoch. Ja. Na gut, aber es läuft gut. Wir sind bei 12,5 Kilometer. Die Etappe hat 22. Wie gesagt, heute erster Tag. Wir sind um 14 Uhr rum irgendwie gestartet. Erst 13 Uhr, 13:30 Uhr. So. Haben auch in Pforzheim ja schon mindestens 3,5 Kilometer gemacht. So, also das läuft ganz gut. Und wir sollten heute noch ganz gut bei unserem Übernachtungsort ankommen. Ich hoffe auch mal, das klappt da, dass wir da vernünftig übernachten können. Aber das sehen wir ja gleich alles. Ja, wir haben irgendwie gerade nur die Hälfte der Anstellung geschafft. Ganz da unten, da haben wir eben noch eine ganz kleine Pause gemacht. Ja, und jetzt haben wir nur die Hälfte geschafft. Also, da geht's noch hoch. Wenn ich mir die Kamera gerade halte, dann seht ihr ungefähr, wie steil das hier ist.
Kommt aber auch wieder auf der Kamera nicht ganz so rüber. Ja. Naja, wir laufen mal weiter. Ja, also wir sind oben angekommen. Wir sind auch so ziemlich, glaube ich, an der höchsten Stelle von dem Berg hier. Auf 515 Metern. Ja. Und hier befindet sich die Hütte. So. Almbacher Hütte, Blockhütte und 515 Meter Höhe. Ja, die Türen sind zu, das habe ich aber im Internet schon gelesen, dass die wohl zu sein sollen. Ja, dann hängt da noch ein Zettel, dass man seinen Müll mitbringen soll und es gibt keine Feuerstelle. So, aber wir werden einfach hier hinter der Hütte, da auf der Fläche, unser Zelt aufstellen. Hier ist der Boden ganz gut. Hier ist noch mehr Fläche für Zelte zum Beispiel. So eine Jägerstand-Dingsbums hier. Schützen. Wild. Keine Ahnung, wie das Teil heißt. Ich komme gerade nicht drauf. Steht hier auch noch rum. Ja, Hütte von hinten. Jo, ich würde sagen, wir bauen mal eben das Zelt auf. Und dann werden wir gleich was kochen. So, und das Zelt ist schon mal aufgebaut. Isomatten und Schlafsäcke sind auch drin. Wir machen nicht die äußere Zeltfolie darüber, weil Regen gibt das wahrscheinlich eh nicht. Und wichtig ist uns halt der Insektenschutz da, weil hier sind ganz schön viele Mücken, weil hier sind Regentonnen. Ja, so. Jetzt wird gekocht. So, Essen ist fertig. Nudeln mit Tomatensauce. Ja, wir haben jetzt hier gerade hier drunter gestanden. Ich habe mal so ein Licht hier, bringt gerade nicht viel. Jo, noch was gegessen. Und dann wird es auch langsam dunkel, denke ich. So, ich hoffe, man sieht mich so einigermaßen. Und Steven, der ist auch da. Ich bin auch da. Ja, das ist auch dabei. Wir liegen im Zelt. Ja, können schön nach oben noch rausgucken. Es ist so fast ganz dunkel inzwischen. Ja, damit Tag 0,5 ist es ja eigentlich, ist gar nicht so richtig. Ja, Tag 1, aber ja eigentlich nur ein halber Tag. Wir haben genau 15 Kilometer gemacht vom von der goldenen Pforte aus. Davor sind wir ungefähr 3 Kilometer schon durch Pforzheim gelaufen, wegen Einkaufen und um zu der Pforte hinzulaufen. Ja, also finde ich für den Tag eigentlich schon ganz gut heute. Wir hatten wirklich sehr viel steile Anstiege. Ganz langer Weg an der Elz, oder wie hieß der Fluss? Weiß ich jetzt gar nicht genau. Kann ich unten mal einblenden. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war, ob das die Elz war. Ja, genau. Wir gehen jetzt gleich schlafen. Ich glaube 22 Uhr rum. Ja, und dann geht es morgen früh weiter. Wie gesagt, ich mache immer 2 Tage in einem Video. Guten Morgen, Tag 2 startet. Das Zelt ist abgebaut, hier sieht man es nochmal im Hellen jetzt richtig. Hier haben wir geschlafen. Da so. Ja, Rucksäcke sind auch gepackt. Kann ich die Hütte nochmal eben kurz zeigen. Da ist sie. Ja. 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 Jetzt haben wir erstmal Abstieg vor uns und dann so wie gestern wieder ordentlich Aufstieg. Ja. Genau. Wir starten jetzt erstmal. So, wir sind wieder auf unserem Weg. Rechts unten das Schild.
So, Menfeld als erstes in 2 Kilometer, dann was? Diese komische Warte, ich dachte, die geht in die andere Richtung. Naja, okay, auf jeden Fall auch. Und Dobel in 12 Kilometer. So, Vorbach schaffen wir nicht mehr heute, aber Dobel auf jeden Fall. Von dort sind wir gestern gekommen. Und da hoch oben liegt die Hütte. Ja, und ja, da geht jetzt unser Weg weiter. Komoot ist auch schon gestartet. Ja, schauen wir mal, heute ist Sonntag. Wasser müssen wir bald nochmal auffüllen. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Liter. So, 2 Liter Wasser haben wir noch. Vielleicht ein bisschen mehr. Ich habe noch was in der Trinkblase drin. Und ja, mal gucken. Also wir kommen an einigen, jetzt an 3 Orten, glaube ich, heute durch. 3 kleinere. Und Dobel ist irgendwie der größte ausgeschildert, obwohl es, glaube ich, gar nicht der größte ist. So, und bis jetzt sind wir nur bergab gegangen. Da vorne geht es auch noch weiter bergab. Aber wir waren ja eben auf 515 Meter. Und die nächste Hütte, die ich für heute Abend rausgesucht habe, liegt irgendwie auf 800 Metern oder so. 700 noch was. Oder 800 noch was sogar. Ich habe es gar nicht so richtig im Kopf. 756, sagt er, ja. Irgendwie sowas. Ja. Was steht hier denn rum? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Ich habe keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das ist. Und hier gibt es noch so ein kleines Camp mit einem Tannenbaum, der lange nicht mehr grün ist. Na gut, jetzt geht es erstmal ordentlich bergab und denke ich auf jeden Fall mal ordentlich und auf jeden Fall melde ich mich dann gleich, wenn es was Interessantes gibt. Perfekt, da rechts aus dem Weg kommen wir gerade raus, sind jetzt so 15 Minuten gelaufen und hier hat einer eine Flasche Uso getrunken. Perfekt, da können wir direkt unseren Müll entsorgen. Ja, jetzt sind wir hier an der Hauptstraße unten, aber wir müssen hier links schon wieder den Weg rein. Und dann geht's auch bergauf. Aber da vorne sieht man schon ein paar Häuser, da sind wir nicht so Ort. Aber wir laufen irgendwie hier lang, hier geht's immer, geht's noch steiler hoch als da vorne. Das war ja vorhin, gestern war das auch schon, habe ich leider nicht gefilmt. Da hätte man auch 100 Meter an der Hauptstraße laufen können, aber der Weg führt uns durch so ein kleines Wäldchen, richtig steilen Berg hoch und dann wieder runter, direkt in die Hauptstraße wieder ran. Ja. Naja, aber wir wollen ja den Weg laufen. Das war's mit bergab. Jetzt geht's wieder bergauf. Aber nicht allzu weit, denke ich, weil wir müssen, wenn ich es richtig gesehen habe, dann halt runter in den Ort. Der liegt, glaube ich, unten im Tal. Frühstück. Ja, haben wir gerade eine Bank gefunden. Hier frühstücken wir gerade was. Sind relativ hoch. Ich glaube, da hinten müssen wir unten in den Ort rein oder dran vorbei auf jeden Fall. So, jetzt sind wir in der Schwaner Warte angekommen. Das ist da oben. Gehen wir mal hoch. Da hinten gibt es noch Regale mit Büchern. Unten haben wir unsere Rucksäcke stehen. Jetzt mal oben. Thank you.
Jo, wir sind hier bei so einer großen Aussichtsplattform. Da ist auch ein Gästebuch, da haben wir uns schon eingetragen gerade. Jetzt zeige ich euch mal die Aussicht hier. Für die Windgeräusche lässt sich gar nicht vermeiden. Hier ist es relativ windig hier oben. Dieser Platz wird visuell überwacht. Ja, wir haben jetzt noch 5 Kilometer nach Dobel, glaube ich. 5 bis 6 Kilometer nach Dobel. Da ist dann das nächste Tor, also die nächste Pforte. Und die erste Etappe mit beendet. Startet die zweite. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter. So, wir sind beim Dobler Schutzengel. Noch 1,5 Kilometer bis Dobel. Oh, und hier ist der Dobler Schutzengel. Er guckt ein bisschen komisch, glaube ich. Finde ich. Ja. Und da ist der zweite Dobler Schutzengel. So, da ist das Sonnentor in Dobel. Das heißt, wir haben jetzt die erste Etappe geschafft. Wir sind jetzt in Dobel. Und das haben wir noch alles vor uns. Ich glaube, wir machen eben eine Pause hier, oder? Ja, klingt gut. Aber irgendwo im Schatten. Ja, so, die nächste Tour, nächste Etappe, 24 Kilometer. Ein paar Aussichtspunkte. See, ein Hohlturm und so weiter. Ein Hexenbrunnen. Und wir müssen noch schön weit nach oben. Gut, wir machen mal eine Pause eben. Wir haben hier gerade einen wirklich großen Ameisenhügel gefunden. Da vorne waren auch schon 2 Stück an der Straße. Aber der hier ist richtig groß. Und ich sehe das gerade hier, wo die Sonne hinscheint, ist gar nichts los. Aber wo der Schatten ist, da ist richtig viel los. Ist alle am Rumklettern hier. Und oben drüber. Und hier ist wieder ein kleines Stück Schatten, da ist auch wieder richtig viel drin. So. Die haben auch keine Lust auf die Sonne. So. Ja. Wir müssen hier noch ein Stück bergauf. Und dann sollte gleich eine Hütte kommen. Da machen wir erstmal eine Pause wieder. Wir haben hier gerade so, ich glaube wegen dem Wind, so Liegen gefunden. Aber wir haben leider keine Zeit, Pause zu machen. Aber die Aussicht ist hier einfach. Wir müssen weiter leider, weil sonst geht langsam das Wasser aus und wir müssen jetzt noch ungefähr 45 Minuten laufen zur nächsten Quelle. Da wollen wir auf jeden Fall hin und dort gibt es auch eine Hütte mit einem großen Platz, da werden wir wahrscheinlich unser Zelt aufstellen dann auch. So, jetzt geht es erstmal weiter mit dem Schwein hier.
Ja. So. Wir sind oben auf der Hütte angekommen. Ist hinter uns zu sehen dort. Da kann man Bier kaufen und andere Getränke. Und wir haben jetzt 18 Uhr, sind wir ungefähr hier angekommen. Nach 25 Kilometer. Jetzt bleiben wir hier ein bisschen. Gucken wir uns die Aussicht an. Ist immer noch so vorhin hier. Und haben dann gleich noch so 2 Kilometer ungefähr, sag ich mal grob, bis zu einer Hütte, wo wir übernachten wollen. Ich hoffe mal, die ist frei. Das ist eine relativ kleine Hütte, da sind unten nur Bänke und man kann auf den Dachboden gehen und auf dem Dachboden übernachten. Wenn die frei ist, haben wir natürlich richtig Glück. Dann werden wir das da oben machen. Und wenn nicht, dann bauen wir halt unser Zelt wieder daneben auf. Ja, und dann versuchen wir mal bis mindestens Mitternacht noch wach zu bleiben. Weil ich habe morgen Geburtstag und ein Ohrenkneifer hier. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir da noch schaffen, kurz reinzufeiern und nochmal eben anzustoßen. Wir stoßen auch schon mal an. Prost, Prost. Falls wir es nicht schaffen sollen. Ne? Genau, machen wir jetzt schon mal. Ja, also wir bleiben hier noch ein bisschen auf dem Fußboden liegen. Hier ist gerade ein bisschen Schatten, da ist eine Wolke auf jeden Fall vor der Sonne, dick ist er auch nicht. Und sonst haben wir so einen kleinen Baum hier noch vor uns. Weil ich die ganze Zeit nur in der Sonne, wenn man läuft. Ich bin zwar gern in der Sonne, aber wenn man hier gefühlt die ganze Zeit nur berghoch läuft, dann ist das ganz schön, mal ein bisschen Schatten zu haben und im Schatten zu sitzen. Und vor allem haben wir auch nicht wenig Gepäck bei, ne? Genau, hier vorne sieht man jetzt nicht, das filme ich gleich nochmal. Ich weiß nicht, ob man sieht, da hinten bei diesem weißen Stein, da ist eine Quelle. Da werden wir nochmal unser komplettes Wasser auffüllen gleich. Haben eben auch schon mal ordentlich was getrunken davon, weil wir sind jetzt circa eine Stunde ohne Wasser gelaufen. Ja. Aber zeige ich euch gleich nochmal, wenn ich da Wasser auffülle. Überlege gerade nochmal, ob ich das nochmal zusätzlich durchfilter oder nicht. Aber das kann man eigentlich so trinken. Jeder kommt hier vorbei und füllt da erstmal seine Flaschen auf. Jo. Und dann geht das weiter nachher. Auf jeden Fall bleiben wir ein bisschen hier. Und chillen noch ein bisschen. So. Also hier ist nochmal die Hütte. Inzwischen ist geschlossen. Mit dem Ausblick hier. Ja, hier vorne. Achso, ich kann mal eben hier vorne zeigen euch. Hier ist der Eingang, da ist jetzt zu. Und hier ist nochmal so ein Platz, wo man sitzen kann. Ja, und bei den Menschen, deswegen bin ich in die andere Richtung. Hallo! So. Genau. Und da ist auf jeden Fall die Quelle. Direkt Trinkwasser, Quellwasser. Hier werden wir jetzt nochmal eben die ganzen Flaschen auffüllen, die wir dabei haben. Und dann haben wir so ungefähr 1,7 oder 2 Kilometer nochmal zu Fuß zu unserem Schlafplatz. Bester Weg jetzt am Schluss nochmal. Müssen wir hier im Flussbett hochlaufen. Ja. Also das war richtig ordentlich. So, in die Richtung müssen wir weiter. Ah, hier sieht gar nichts, aber da kommt Steven. Ja, und? Was sagst du dazu? Ja, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr. Echt, das war... Ja, naja, da lang müssen wir. Mein Akku ist auch fast leer. Deswegen filme ich am besten gleich, wenn wir an der Hütte sind, wieder. Ja, genau.
mal ein bisschen weg. Nächster Morgen. Und leider auch Ende vom Video. Hier haben wir übernachtet. Da sind noch andere, die auch übernachtet haben. Also man kann, oben drinnen kann man schlafen und unten kann man schlafen. Deswegen habe ich gestern Abend auch gar nicht mehr so gefilmt. Die waren hier auch überall unterwegs und so. Ja. Tag, somit war gestern Abend Tag 2 zu Ende. Heute beginnt dann Tag 3. Ja, mein Geburtstag. Wir müssen da irgendwie gleich diesen komischen Dschungelweg hier hinter mir runter. Und kommen heute, ich glaube, an einem oder an zwei Seen vorbei. Ups, warum sehe ich mich gar nicht? An einem oder an zwei Seen auf jeden Fall vorbei. Da wollen wir schwimmen gehen. So, gut. Aber das Video seht ihr dann ja auch in 2 bis 3 Tagen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hochlade. Schreibe ich hier unten mal rein, wenn das nächste kommt, ob in 2 oder in 3 Tagen. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video zu. Bis dann. Ciao.